Letzte Fuhre Saatkartoffeln nach Bettkinden. Morgens um 7 Uhr, ich bin da der Erste. Es ist noch alles ruhig im Lager. Hinter mir das Kühllager. Waagschein erhalten. Da steht da, ich kann es nicht lesen, etwas über 9 Tonnen habe ich jetzt gebracht. Und da komme ich auf ca. 20 Tonnen die Hektare. Ist für, ja, liebe Freunde, morgen um diese Zeit sitze ich auf dem Motorrad. Wir riesige TÜV-Fahrer fahren 3 Tage zusammen, haben eine Ausfahrt. Wir fahren Grimsel, Furka, Oberalp Richtung Graubünden und übernachten in Italien, in Livigno. Und am Samstag fahren wir an den Gardasee und wieder zurück, übernachten Samstagabend wieder in Livigno, im gleichen Hotel. Hoffe, das Wetter hält. Und dann am Sonntag Rückfahrt nach Hause. Wodurch ist noch frei? Da entscheiden wir uns je nach Wetterlage, ob Autobahn oder wieder Pässe. Jawohl, so wird es laufen morgen. Ich freue mich, 3 Tage Motorrad fahren. Nur einmal im Jahr machen wir das. Und ja, wird sicher schön. Habe ich mich getäuscht. Ich habe gedacht, 12,446 ist bereits von gleich groß wie meine 3,40, 85, 46. Aber die ist ein bisschen höher. Ja, ich denke, der größte Unterschied führt daher 12,446 und 3,40, 85. Das ist nur 85 hier. Darum ist meine Bereifung bei meinem 3,11er ein bisschen weniger hoch als die des 3,11 LSA mit dem Doppelrad. Ja, liebe Freunde, war heute da beim Bauerhaus. Ich schlägle da mein Gras ab. Es ist eine UFA 200 Mischung mit dem Tarup des Maschinenring. Hier war Raps gesät und ich habe den schon überreckt, dass er keimen konnte. Aber gleichwohl ist da jetzt sehr viel Raps wieder gewachsen. Der muss da abgeschlägelt werden, damit da das Gras wachsen kann und ich nicht das Feld voll Raps habe. Und speziell hinter mir, mein Nachbar hat da frischen Raps, Raps gesät. Und das wäre gerade die Krankheitsübertragung, Blattkrankheiten von diesem Feld zu diesem Feld gerade direkt. Darum, ich hoffe, ich erwische den. Ist noch ein bisschen schwierig, dass man da alles abhaut. Das ist nicht ganz möglich. Ein Teil steht wieder auf. Speziell in der Fahrspur. Ja, und ich kann auch nicht so tief, dass ich gerade das Grasboden eben abschneide. Ich bin schon sehr tief. Vielleicht noch ein bisschen tiefer probieren. Jawohl. Und
dann Geschwindigkeit. Da würde ich jetzt sagen, hätte ich nur eine Fronthydraulik habe ich, aber keine Frontzapfwelle. Bei dieser Querneland-Tarup kann man auch vorne anbauen. Da wäre da keine Fahrspur drin. Würde sicher ein bisschen besser arbeiten noch. Ja. Das ist ein paar Trickablagerungen. Ne? Und auch die Walze unten. Voll Dreck. Bleibt mir nichts anderes übrig, als nach Hause zu fahren, hoch durch Reiniger anschließen und die Maschine waschen. Weil das ist bei uns im Maschinenring, muss das so sein. Maschine wird sauber zurückgebracht. Und jetzt ist doch ein bisschen verdreckt. Ja. Feld geschnitten. Und hoffe, da kommt nicht mehr so viel Raps. Und das Gras wird da überhand nehmen, hoffe ich. Ja, liebe Hüttenfreunde, morgen, wie gesagt, geht's los. Grimsel, Furka, Oberalp, Richtung Graubünden. Ich bin ja, mein Motorrad ist bereit. Ich habe zwei Scheinwerfer vorne bei meiner Yamaha FZ 1000. Da war ein Licht. Oder eine Glühbirne, oder wie sagt man da, kaputt. Ging in die Werkstatt, zum Glück bin ich gegangen. Die Werkstatt haben sie mich gefragt, sollen sie noch schnell die Bremse kontrollieren. Und da waren die Beläge zum Teil recht tief abgenutzt. Und da haben wir ja Bremsbeläge gewechselt, habe da sie auch raufgeladen. Und die greifen jetzt schön. Ich habe das sofort gemerkt, sehr griffiger Bremsbelag wurde mir da montiert. Und Öl war auch ein bisschen knapp, ist auch ein halber Liter nachgeschüttet. Das haben wir noch gemacht. So, jetzt ist doch meine Yamaha-Reise fertig. Und ich kann da ohne Sorgen richtig in die Bremsen reinhauen, wenn ich vorher das Gas aufgerissen habe. Das werde ich sicher mal machen. In der Schweiz eher verhalten. In Italien drehe ich dann mehr auf. Mich ist mittlerweile in der Schweiz so gefährlich zu fahren mit dem Rasengesetz. Ich ärgere mich nur noch. Und ich liebe auch nicht mehr so Grimsel, Furka, Passfahrt. Da ist die Polizei immer präsent. Da lässt sich fast nicht mehr fahren. Und wer will schon mit 80 einen Pass rauffahren? Nämlich kein einziger Motorradfahrer. So 100 ist Minimum.